Wenn ich den hier abstelle, merkt das wohl keiner. Er ist genauso siffig und bestimmt genauso... In diesem Bild gießt Nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre Cave. In diesem Bild wischt ein Obdachloser die Scheibe vom Honkmobil. Vorsicht, Captain Unbrauchbar! Wenn er den Smiley malt, bevor er grün ist, musst du ihm Kleingeld geben. In diesem Bild rettet Captain Unbrauchbar den Piloten vor seinem Schleudersitz. Das Feuer ist zwar aus, aber warum nicht? Er ist genauso siffig wie der letzte und bestimmt... Das macht mich... Damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück? Na, wer sagt's denn?
Okay, rein damit. Der ist genauso siff und bestimmt. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen Milben. Willst du etwas trinken, Stiesel? Oh, sehr aufmerksam, Schätzchen. Hey, der ist ja leer. Und benutzt. Igitt, und siffig ist da oben drein. In diesem Bild kündigt Captain Unbrauchbar seinen Kabelanschluss. In diesem Bild bekämpft Captain Unbrauchbar die Gravitation. Vorsicht, Captain! Sie schleicht sich von hinten an!
Der ist genauso siff und bestimmt. Stimmt, den brauche ich eigentlich gar nicht. Der ist genauso siff und bestimmt. Na, Kugelschreiber, wie geht es so? Prima! Ich fühle mich kugelwohl. Heißt es nicht pudelwohl? Na hör mal, ich bin doch kein Pudelschreiber. Sowas. Lass uns ein paar Kilowatt Strom in den Topf tun. Ach Harvey, das klappt so nicht. Jetzt hast du es doch gesagt. Was? Ah, verflucht. Na gut, dann ist es jetzt halt draußen. Das klappt so nicht, das klappt so nicht, das klappt so nicht. Irgendwie befreiend. Der passt hier nicht. Heute ist Wünsch dir. Veröffentlichen. Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Alfred war sehr ungeschickt mit diesem Drachen. Die Briefkastenfresse war insgesamt sehr ungeschickt. Alfred hatte dieses tolle Fahrrad von seinem Vater bekommen. Ich hatte nur eins vom Sperrmüll. Wenn ich einen Abdruck von Dr. Marcells Kniescheibe bräuchte...
krank. Das ist ja Putzi. Harvey konnte Putzi nie leiden. Putzi muss Harvey töten. Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Hey, die Hälfte davon gehört mir. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mattis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey? Weißt du was darüber? Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Das ist Alfred bei seinem Ballettunterricht. Er sah in dem Kostüm nicht nur bescheuert aus, er bewegte sich auch noch so grazil wie ein Klumpen Kartoffelbrei. Er war schon ein selten dämlicher Idiot. Alfred war schon als Baby hässlich. Alfred hat einen Schneemann gebaut. Hat der Schneemann etwa eine Krawatte? Oh Mann, Alfred, du bist so ein Vollhonko. Ich kann mich vage an Alfred erinnern. Zugegeben, er war ein schrecklich nerviger Dummbeutel. Aber dass er jetzt tot sein soll? Edna? Edna! Der Typ war ein Kotzbrocken, Edna. Ich weiß. Er war ein Ekel. Ich weiß. Er war nicht auszustehen. Ein Idiot. Ein Popanz. Ein pickliges Magengeschwür. Eine Eiterbeule. Ein Dummbrot. Vollpfosten. Arschnase. Tranbacke. Kacktüten, Hirnkummer, schwanzäugiger Kotfressen, Vollhonko. Edna! Ich vermisse ihn. Ich weiß. Dr. Marcel wird dafür bezahlen. Du meinst, er hat damit was zu tun? Sieh dich um. Es ist offensichtlich, dass der Typ gestört ist. Irgendwo in meinem Hirn ist die Info versteckt, was damals wirklich passiert ist. Darum will Dr. Marcel meine Erinnerung löschen. Und dann schiebt er es auch noch meinem Vater in die Schuhe. Wir finden das fehlende Puzzlestück, Edna. Ich verspreche es dir. Was hältst du davon, Harvey? Es ist unhygienisch, es ist eklig und es gefällt mir trotzdem nicht. Bin ich etwa krank? Was hältst du davon, Harvey? Dr. Marcel scheint hier regelmäßig zu knien. Das letzte Mal kann nicht lange her sein. Die Kerzen brennen noch. Weckt dieser Drache nicht Erinnerungen, Harvey? Nichts Konkretes. Lass uns weitersuchen. Erinnert dich das an etwas, Harvey? Nur, dass uns die Hamsterbacke nie hat fahren lassen. Aber das hilft uns wohl kaum weiter. Sehen wir uns noch etwas um. Bestimmt finden wir noch eine nützliche Erinnerung. Guck mal, Harvey, noch mehr Erinnerungen. Hey, da sind auch Murmeln von dir drin. Und? Taugen die zum Tempomorphen? Um ehrlich zu sein, warst du nie besonders gut darin. Sogar Alfred konnte dich besiegen. Und wir wissen doch alle, was für ein Grobmotoriker die Kotzkröte war. Sieh doch nur, Harvey. Der gute alte Putzi. Oh. Wie lieb die beiden spielen. Fast wie früher. Erinnerst du dich an Alfred? An den Grinsefrosch? Wie könnte ich den verdrängen? Dann lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Ja, gute Idee. Yippie, es geht wieder los. Was ist? Wo bleibt das Fade-out? Ich weiß auch nicht. Irgendetwas blockiert die Erinnerung an Alfred. Merkwürdig. Lass uns einfach weiter umsehen. Bestimmt finden wir noch eine Erinnerung, bei der es klappt.